Am 6. Februar 2008 jährt sich zum 10. Mal der Todestag des berühmtesten österreichischen Popstars Falco. Wir haben genau an dem Tag eine Demo-CD aufgenommen und an dem Tag waren Falco-Songs drauf. Das heißt, ich bin ins Studio gekommen und habe ungefähr eine halbe Stunde vorher in die Nachrichten gehört, oder was 7 in der Früh, dass er einen Autounfall gehabt hat. Und die Stimmung, die wir damals im Studio gehabt haben, die hört man auch. Wir waren quasi fertig mit der Coverversion, mit einer Hip-Hop-Version. Und im Februar kam die Meldung über den Äther, er ist tot und wir, okay, delete. Es war ein ähnlicher Schock wie damals, wie der Lennon gestorben ist. Das war ein sehr großer, ja. Und ich meine, er ist ja Wiener Bub gewesen und ist von 0 auf 100 gekommen, hat internationale Erfolge gefeiert, dann hält das irgendwann einmal nicht durch. Also es hat ja auch keinen mehr nach ihm gegeben, der irgendwo das erreicht hätte, auch international. Das kann nicht wahr sein, das ist eine Inszenierung und irgendwann wird er sozusagen auferstehen und dann ist er wieder da und dann war das ein medialer Gag. Ich hab's eigentlich ganz gut erwischt. Ich hab da mit dem wenigen, das mir gegeben ist, eigentlich bisher ein ganz gutes Leben verbracht. Das gefällt mir irgendwie so steuern wir das irgendwie. Wenn ihr keine Ahnung, was das wollt, ist, aber dann zumindest sei es auch ohne dies, dass ich von Anfang an gar nicht ganz very emotional war. Ich ja so steuern, wenn jemand meine Arbeit keine Ahnung, wie das weiter dann ist, aber ich sei es auch ohne dies, dass ich. In Memoriam Hansi Hölzel werden zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten stattfinden. So wird der Mythos des Falken um seinen frühen Tod verstärkt und sein unvergessliches musikalisches Erbe in Erinnerung gerufen. Falco lebt. So könnte das Motto für dieses Jahr heißen, denn der einzige Österreicher, der jemals Nummer 1 der Welt war, wird sehr präsent sein. Mein Gott, der Österreicher schafft es international, das hat mich echt umgekaut. Natürlich ist es faszinierend, wenn ein Musiker, mit dem du quasi aufwächst, dann quasi 2-3 Jahre später auf einmal einen Welthit landet, wo du denkst, boah, das geht aus Österreich auch. Falco war einer der ersten österreichischen wirklichen Popstars, die da irgendwas bewegt haben in dem Land. Falco war Persönlichkeit, Falco war Emotion. Das ganze Wesen, der ganze Typ war einfach einzigartig. Der ist uns allen samt um Jahre vorausmarschiert. Er war einfach anders. Kommt zumindest für 3-4 Minuten, während ihr dieses Lied hört, weg aus eurem Alltag und weg aus der Atmosphäre, die vergiftet ist. Und ich glaube, die Atmosphäre auf dieser Welt ist vergiftet. Seine Texte generell waren ja Dichtkunst. Der Witz an der ganzen Geschichte ist dann das, was hintergründig dabei aufgeht. Die Texte. Das hat jeder sofort verstanden, was der da für ein Büdel mit seinen Worten hingemalt hat. Der hat die Welt auch irgendwie verstanden, die damalige Welt oder die heutige Welt oder wie sich die Welt bewegt. Im Februar 2008 ist die Premiere des Falco-Films über das turbulente Leben des verstorbenen Stars. Ein Buch wird folgen, eine Falco-Klassik-CD mit einem Symphonieorchester ist in Planung, ebenso wie eine Falco-Tribute-Show, die in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland auf Tour gehen soll. Dieses Ding, Falco nachzumachen, das ist für mich eine Todsünde. Ich will es nicht, ich kann es auch gar nicht. Ja? Der Mensch war einzigartig.
Das Falco Memorial hier 2008 wird für einen Hype sorgen und Emotional, Der Kommissar und Out of the Dark werden wieder on air gehen. Das ist ein Wahnsinn-Bassverstärker. Das ist meine besondere Erinnerung an ihn.